Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Biber hier am Start, beziehungsweise nennt mich ruhig den Verschollenen, denn knapp 2 Wochen kam jetzt kein Video hier auf diesem Kanal. Liegt nicht daran, dass ich unglaublich faul bin, sondern dass ich jetzt 10 Tage am Stück, das hatte ich sogar auf Twitter gepostet, einen Magen-Darm-Infekt des Grauens hatte. Also sowas hatte ich noch nie. Also ich hatte schon öfters mal eine Magen-Darm-Grippe oder einen Magen-Darm-Virus, und dass man da ab und an mal sich übergibt, ist, denke ich mal, normal. Aber ich habe mich ohne Witz an dem einen Tag innerhalb von 4 Stunden, ich habe mich 8-mal übergeben. Jede halbe Stunde, ohne Witz, habe ich mein Leben rausgekotzt. Und am Ende, ich weiß, es hört sich jetzt nicht so spannend an, ja, aber da kam noch nicht mal mehr Galle raus, sondern einfach nur meine eigene Spucke. Ja, also da kam nichts mehr raus, Jungs. Da war mein Magen war leer des Grauens, und keine Ahnung, dann wollte ich immer versuchen, so ein bisschen zu streamen oder mal ein Video rauszuhauen oder so. Und da war es mir immer kurz übel. Also ohne Witz, ich hatte übelst den Kernzahn am Start. Aber ich habe es trotzdem hinbekommen, den ESL One Vlog fertig zu schneiden. Wir sind hier in Köln. Wir laufen gleich in die Lanxess Arena. Oha, richtige Daten. Ciao. Also Code gibt es noch Protein Gains und Das sind Tofu Donuts. Ja, ja. Biber OHP. Also die Photoshop Skills wurden wieder ausgetestet. Das Ganze gibt's auf meinem Second Channel. Erster Link in der Beschreibung. Haben auch schon sehr viele angeklickt, was mich ehrlich gesagt wundert. Ich habe noch keinerlei Werbung irgendwo gemacht, sondern das nur auf meinem Second Channel, der knapp 80.000 Abos mittlerweile hat. Demnächst kommt hier noch eine Wohnungstour hoch und nochmal ein Setup Video. Carporn wurde sich gewünscht. Es kommen natürlich auch mal wieder hier ein paar hat mich getriggert Folgen, ja. Da gucken wir uns mal wieder ein bisschen Dagi B, Bibi, Julienko und so weiter an. Von denen habe ich ja noch gar nichts hier oben, ja. Oder auch mal ein komplettes Themen-Commentary. Solche Sachen auf dem Second Channel, erster Link in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne mal angucken, jetzt pausieren. Gebt euch, gönnt euch. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich wollte euch nur berichten, dass auf dem Second Channel es langsam losgeht und ein Vlog im Schlüssel ist, den ihr euch gerne mal anschauen könnt. Wir themen jetzt auf jeden Fall mal ingame, denn wir befinden uns hier auf einem CSGO-Kanal. Und heute das so ein bisschen Freestyle, One Take. Ich möchte ein bisschen was auch hier zur PGL sagen. Also erstmal, PGL fand ich ziemlich geil, bis auf die technischen Störungen vor Ort und dass der Stream immer pausiert hat und auch einmal das Big Game, also ohne Witz, da in dem Viertelfinale, das hat sich so unglaublich lange gezogen, wer das gesehen hat. Und ich möchte echt mal Shoutouts raushauen an Big. Ich finde, die haben wirklich so krass gut performt. Also sie haben im Team so geil gespielt und so geile Taktiken. Das fand ich einfach übertrieben krass. Ja, also Big hatte ich ja logischerweise wie jeder das gehypteste deutsche Team und auch mittlerweile muss ich sagen zu Recht, ja, die haben echt gut performt, jetzt denen gegönnt, war mal cool, dass jetzt mal Underdogs sich so ein bisschen durchgedrückt haben und Gambit auf jeden Fall auch verdient gewonnen, waren absolut coole Matches und freut mich einfach, ja, der Süß, der hat ja gewechselt von Navi zu Gambit und ja, guckt euch an das Bild, das ist einfach, und der Doja, der X-Gott. Also PGL overall fand ich ziemlich geil, ESL One fand ich geil, also das hat schon gebockt. Was ich immer noch abflamen muss, ist die Hydra Operation, also ich habe jetzt in der Tat, ich habe hier alles gespielt, überwiegend auch mit Kinsey die Missionen und so und auch Onstream, im Tivo habe ich glaube ich auch ein bisschen gespielt mit Hardcore Gamer, mit dem, aber irgendwie die Missionen sind richtig boring. Aber auch teilweise absolut schwer, weil die Bots halt so übelst krass im Pre-Fire-Mode sind und du teilweise nichts machen kannst, außer du nutzt diesen Smoke-Bug und so. Also die Operation, Jungs, ich kann es ja immer nur wieder sagen, absolut fail. Was ich aber sagen muss, was mir ganz okay gefällt, sind diese Events, also Weapon-Expert, viele mögen es nicht, ich finde es ganz cool. Wingman-Modus finde ich auch ganz cool. Ab Level 7 fängt es dann aber an, dass du gegen sehr komische Leute spielst, die absolut clean sind, meine Freunde. Und ja, das ist so overall ein bisschen zusammengefasst, so von den letzten Tagen, Wochen, was so mein Erlebnis in CSGO war. Ich muss doch sagen, wir haben gestern gestreamt, wir hatten echt auch ein paar geile Matches, außer auf Train, die haben uns richtig hart umgecheatet, haben wir dann auch abgebrochen. Aber ansonsten, ich hatte gestern ohne Witz, ich habe fast immer irgendwie so knapp 30 Frags, also das war irgendwie total krank. Hier auch, da haben wir leider knapp verloren. Die haben dann angefangen zu ghosten, also der da hat es auch zugegeben, der kleine Wichser, haben wir leider verloren. Aber da sind schon gute Sachen gefallen. Ich hatte mir überlegt, für das Video soll ich mir heute ein paar Highlights angucken oder sollen wir einfach mal ein bisschen so ein paar Sticker-Capsules öffnen. Und ich habe mir gedacht, komm, öffnen wir auf jeden Fall. Ich habe mir ein paar gekauft, aber den Kenny S-Sticker hätte ich doch ganz gerne. Ja, vielleicht modde ich dann auch mal eine AWP.
Dragonlore so ein bisschen damit. So, der Kenny ist schön oben auf dem Scope. Wenn wir denn einen ziehen, der kostet nämlich derzeit tatsächlich noch um die 200 Euro, was schon echt heftig ist. Let's fucking go, guys. Wir öffnen einfach mal ein bisschen nebenher. Und talken. Wir haben einen Steel in Foil. Das gefällt mir. Der könnte sogar ein bisschen was wert sein. Eventuell. Das sieht cool aus. Mir gefallen sowieso solche Farben übertrieben. Und was ich auch mal ansprechen wollte. Oh, Shox. Shox kostet übrigens auch sehr viel in Gold. Und zwar habe ich in der YouTuber Creators App eine Feststellung machen können. Denn da habt ihr sehr viele analytische Werte. Und es ist tatsächlich so, dass von meinem YouTube-Kanal, von Bibernator, also jeder, der hier gerade zuschaut, dass 30% der Leute, die Videos von mir schauen, und ich spreche tatsächlich von Leuten, die es regelmäßig wieder schauen, also nicht nur einmal, also ist mir schon klar, ja, wenn jetzt irgendeiner, der nicht deutschsprachig ist, mein Sexy Deagle Clip guckt, dass der natürlich kein Abonnent wird, ja, weil der geht dann auf meinen Kanal, sieht deutschsprachige Videos. Aber immer wiederkehrende Zuschauer sind 30% keine Subscriber. Was ich echt strange finde, Jungs. Deswegen lasst ein Abo da und checkt auch mal ab, ob ihr überhaupt noch Abonnent seid. Und aktiviert auch mal die Glocke. Ja? Ich habe dafür noch nie Werbung gemacht mit der Glocke aktivieren. Ich fand das bisher immer Bullshit. Aber anscheinend bringt das tatsächlich ein bisschen was. Und es geht hierbei auch nicht um die AdSense Revenue, also wie viel ich hier mit den YouTube-Klicks verdiene. Denn das ist in der Tat im Moment sowieso down. Das war bei mir schon immer down. Ich habe eine 90%ige Adblock-Quote, was mich auch gar nicht juckt. Sondern es geht einfach nur darum, dass die Leute, die mich denn abonniert haben und meine Videos sehen möchten, das auch sehen können oder benachrichtigt werden. Das wäre mir ganz wichtig, weil ich krieg so oft Nachrichten, dass entweder waren die Videos nicht in der Abo-Box oder die wurden einfach automatisiert deabonniert. Im Moment ist es auch, glaube ich, so, wenn du YouTube-Videos hochlädst, ich habe es auch mal im Bibdo-Kanal gesehen, kriegst du De-Abos, also Minus-Abos. Aber das machen die Leute nicht manuell, sondern das wird einfach von YouTube automatisiert generiert und keiner weiß wieder so recht, warum das Ganze so ist. Kann sogar sein, wenn ich heute dieses Video hochlade, dass ich Minus-Abos gemacht habe, obwohl ich die letzten Tage immer 100, 200 Abos gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Deswegen müsst ihr einfach mal abchecken, ob ihr noch Abonnent seid. Und wenn ihr noch Abonnent seid, einfach mal die Glocke aktivieren und einfach mal die nächsten Tage einfach mal die Abo-Box abchecken. Denn ich versuche einfach mal die nächsten Tage fast daily wieder hochzuladen. Und dann werdet ihr ja sehen, ob ihr denn alles angezeigt bekommt und ob das alles so funktioniert, wie es denn soll. Selbe Problem haben wir übrigens auch auf Twitch. Da hat auch schon der ein oder andere uns eine Nachricht zukommen lassen, dass er irgendwie gar kein Follower mehr ist auf Twitch oder dass auch keine Benachrichtigung mehr kommt auf der Handy-App oder auch per E-Mail, dass ich denn live streame. Und das finde ich auch ziemlich merkwürdig. Ich weiß nicht, warum die das nicht geschissen bekommen bei Twitch oder auch bei YouTube, aber es ist im Moment so. Und ich bin ja auch nicht so der Fan von diesen ganzen Social-Media-Post-Gespamme, dass man denn jetzt zum Beispiel auf Twitch live ist, dass man das auf Twitter postet, auf Facebook postet. Steam-Gruppe wird gemacht von Dona oder Joshua, aber damit habe ich nichts zu tun, das machen halt meine Mods. Einfach, dass die in der Steam-Gruppe das dann mitbekommen, aber auch nicht immer. Und dann gibt es ja Leute, die machen dann extra so ein kleines YouTube-Announcement-Video, dass sie jetzt live sind. Montana Black handhabt das ja so. Und Elotrix früher genauso. Aber ich bin da nicht so der Fan von, denn ich denke mir immer so, wenn Leute vielleicht dann auch irgendwie genervt. Immer Gold! Die triggern mich auch ein bisschen damit. Die werden dann so ein bisschen genervt, dass man halt live ist, obwohl es halt viele wahrscheinlich gar nicht interessiert. Wobei es halt auch gut ist, dass überhaupt Leute darüber informiert werden. Aber ich denke mir halt immer so dann, keine Ahnung, so Twitch ist Twitch. Leute müssen halt gucken, dass sie da benachrichtigt werden und YouTube ist YouTube. Das Problem ist halt dann wirklich, wenn man dann eben nicht benachrichtigt wird. Deswegen sollte man halt auch gucken auf Twitch, zum Beispiel, dass man sich per Handy-App benachrichtigen lässt oder per E-Mail, was halt, wie ich schon gesagt habe, teilweise auch nicht mehr der Fall ist. Was ich nicht ganz verstehe, vielleicht müsste man da mal gucken, dass man einfach den einfach unfollowt und wieder followt, dass es dann vielleicht funktioniert oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte bisher noch nie so krass Probleme damit, aber es gibt nun mal Leute, die Probleme damit haben und dann muss man halt auch gucken, dass man das irgendwie tief geregelt bekommt. Die Goldenen ziehen vorbei, Jungs, es ist traurig. Ich habe mir nämlich auch gedacht, wenn ich zum Beispiel größere Projekte angehe, zum Beispiel Sexy Deagle Clip 4, ja, der ist ja bald in der Mache. Noch 2.500 Likes fehlen zu 100.000 beim Sexy Deagle Clip 3 und Unge hat auch gestern drauf reagiert, ja, in seinem Livestream. Und ich habe, während ich gelivestreamt habe, auf Unges Livestream reagiert. Das war
Reactionception, meine Freunde. Vielleicht lade ich das auch auf dem Bibdo-Kanal hoch. Keine Ahnung, ja. Und ja, da sind noch ein paar Likes dazugekommen. Also 2.500 fehlen noch. Und dann sind es 100.000. Und dann muss ich den vierten angehen. Und das zum Beispiel wäre schade, wenn ich da wochenlang wieder an so einem Clip rummache, ich den raushaue und es einfach voll viele Leute nicht eine Abo-Box haben. Ja. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, meine Freunde. Das ist ganz, ganz klar. Ansonsten habe ich jetzt soweit alle Themen angesprochen, die ich ansprechen wollte. Zum einen natürlich, warum jetzt knapp 2 Wochen nichts kam. Also 10 Tage hatte ich diesen scheiß Magen-Darm-Infekt des Grauens. Ich weiß nicht, wer von euch schon 8-mal innerhalb von 4 Stunden gekotzt hat. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Rekord ist. Aber bei mir war abartig. Ja, das letzte Mal, wo ich so gekotzt habe, ich weiß nicht, wer von euch meine Wodka-E-Story kennt. Aber da, nachdem ich da aus dem Krankenhaus ausgebrochen bin, an dem Tag habe ich auch sehr oft gekotzt. Wie viel das war, weiß ich nicht, aber das kommt ungefähr dem gleich. Aber einfach so ohne nichts, ohne eine Alkoholvergiftung oder Lebensmittelvergiftung, ist schon echt heftig. So, das haben wir auf jeden Fall angesprochen. ESL One Vlog ist am Stissel, wie gesagt. Erster Link in der Beschreibung, Bibdo-Kanal, da kommen die Tage auch noch einige schöne Sachen. Was hier auf dem Kanal kommt, ist vielleicht auch noch ganz interessant. Wir haben natürlich WeSucks, BiberSucks vorbereitet. Typische Global Elite Matches, ja, einige mögen diese Serie sehr. Da habe ich auch ein bisschen was vorbereitet. Ja, wir haben nämlich die letzten Tage, Wochen, Monate gegen echt sehr, sehr coole Leute gespielt und auch das habe ich mal wieder schön zusammengefasst. Die unendliche Geschichte des Doshmarsch, das Jungs, der Doshmarsch, da das Video ist auch fertig. Da, dann haben wir noch komplette Full Matches. Wir haben Case Opening Battle 17, kommt auch. Matchmaking Highlights sind am Start. Quick Fucks. Ja, wir haben normale Match-Highlights. Ich habe Wacked Out, kommt natürlich auch. Ein kleines Edit von mir kommt demnächst auch noch. Also nicht nur der Sexy Deagle Clip. Und ich habe sogar ein Best-of von meinen Fracks zusammengeschnitten. All das, meine Freunde, kommt die Tage, die Wochen, wie auch immer. Und ich habe mir sogar was überlegt für ein CSGO Basics mal wieder. Ja? Overwatch möchte ich auch mal wieder machen. Vielleicht sogar von Demos, bei denen wir selbst gespielt haben, gegen sehr komische Leute, wo wir da allgemein haben, die wären clean. Und das war's soweit. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ihr könnt auch mal eure Meinung zur PGL reinschreiben. Die Autograph Unboxing Session ist okay ausgegangen. 8 Foils am Stück. Ja, 20%. Kein goldener. Schade, schade, schade. Dankeschön fürs Zuhören. Und wie gesagt, checkt auf jeden Fall mal ab mit dem Abonnentengedöns. Und freut euch auf die nächsten Tage. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. When I move, you move just like that. It's your girl, Little Kim, on the throwback. I'm just cooling out. Me and the gang, girls, pop that thing and get down on it. If you really want it, gotta feel it. Come on, come on, come on it. Get down on it.